und neben dem kleinen Stadtstreicher sitzt jetzt der Mario Mazzacarini. Und dieser Mann ist, sagen wir mal, einer der Hauptverantwortlichen, dass es die Volksschul-Mini-Schülerliga überhaupt noch gibt, würde ich mal so sagen. Aber jetzt Mario, hast du 1995, als du fix ins Team eingestiegen bist, ein Jahr nach Beginn dieses tollen Bewerbes, daran gedacht, dass du heuer ein Buch schreiben wirst? Nein, ich habe in meinem Leben nie daran gedacht, ein Buch zu schreiben, mein lieber kleiner Staatsstreicher. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass der Bewerb so lange Bestand hat. Dann bitte hätte ich gern mal dieses Buch gesehen. Ja, mit vollem Stolz darf ich das Büchlein 30 Jahre Miniliga hierher zeigen. Wir haben uns bemüht, ein paar Beiträge zu sammeln, von Wegbegleitern, beginnt bei Schiedsrichtern. Auch du, lieber kleiner Staatsstreicher, hast einen Beitrag verfasst und zur Verfügung gestellt. Es sind Kinder zu Wort gekommen, die in der Miniliga als Schüler, Schülerin gespielt haben. Es ist ein Beitrag eines Elternteils. Es ist auch ein Beitrag drinnen über unsere Partner, die Sponsoren, die beigetragen haben, dass wir auf dem hohen Niveau weiter die Miniliga halten konnten und den Kindern immer Erinnerungsgeschenke bereitstellen konnten. Und jetzt blende ich mal ganz kurz ein Factsheet ein mit einigen beeindruckenden Zahlen. Mario, wenn man nimmt weit über 8000 Kinder, hat die Miniliga eine sinnvolle sportliche Freizeitbetätigung ermöglicht. Schon eine kleine Erfolgsgeschichte, oder? Ja. Seit vielen Jahren sind so circa zwischen 1500 und knapp 2000 Kinder aus den Wiener Volksschulen beschäftigt. Oh, ja, quasi. Ja. Aber einige spielen ja oft bis zu 4 Jahre durch. Einige spielen 4 Jahre durch, ja, genau. Nein, die Zahlen sind sehr schön und das ist auch dem Engagement von dem Engagement der Lehrerinnen zu verdanken und das Engagement der Freizeitpädagogik ist auch sehr groß. Die trainieren die Mannschaften immer von Herbst bis dann zum Frühjahr, wenn das Turnier startet und leisten einen großen Beitrag für die Schulen, dass sie da auch teilnehmen können. Ja, und am Kameramann des ORF sieht man, wie das Wetter ist. Ja, und nach diesem torlosen Unentschieden im ersten Finale gibt es gleich ein Penaltyschießen. Passt schon.
1995, als du eingestiegen bist, warst du ein junger Freizeitpädagoge. Ja. 30 Jahre später bist du ein, was bist du denn jetzt? Ein alter Volksschuldirektor. Das hast du schön, eine also schöne Brücke gebaut. Alt, lass mal weg, sondern bestenfalls lebenserfahren. Ja. Ja, tatsächlich. Ich habe als Freizeitpädagoge das Glück gehabt, den Wolfgang Scheiblauer, einen damals auch jungen Volksschullehrer in derselben Schule kennenzulernen. Und der hat dann begonnen mit der Miniliga. Schon während des ersten Jahres habe ich mitgetan und ein bisschen ergänzt, aber ab dem zweiten Jahr waren wir dann als Team nahezu 25, ein bisschen mehr sogar, Jahre tätig. Und in dieser Zeit habe ich die Ausbildung zum Volksschullehrer gemacht und später bin ich zum Volksschuldirektor bestellt worden und mache die Miniliga noch immer, im 30. Bestandsjahr. Und Wolfgang Scheibler, ja leider ausgeschieden aus dem Team, und das ist ein gutes Stichwort. Nach dem Wolfgang Scheiblauer kam ein neuer Mann ins Team und der sitzt jetzt statt mir neben dem Mario. Paul, wie ist das, wenn man da so von 0 auf 100 in einen Bewerb mit einsteigt und an der Organisation dann mitwirkt? Nein, es war Gott sei Dank nicht von 0 auf 100. Der Mario hat mich gefragt und ich bin Stück für Stück hineingewachsen in diese Organisation. Habe das machen können, was mir zugetraut wurde, und es wird halt laufend immer ein bisschen mehr, aber es war Gott sei Dank nicht von 0 auf 100, das wäre nicht möglich. Noch dazu hast du ja selber Erfahrung gesammelt als Trainer deiner Schulmannschaft, hast ja öfters auch teilgenommen mit deinen Kindern beim Bewerb, also das war nichts Unbekanntes für mich. Ja. Oh, my God.
zum Abschluss blende ich jetzt etwas ein und ihr dürft dazu etwas sprechen. Und zwar blende ich ein, wie sich die Finalmagazine der Miniliga im Laufe der Jahre verändert haben. Und jetzt die Frage, seid ihr mit dem aktuellen Design zufrieden? Es wurde mir schon geflüstert, dass das neue Design sich ein wenig an das Büchlein 30 Jahre Miniliga anlehnen wird. Ja, ich bin sehr zufrieden, weil auch das Büchlein finde ich ansprechend. Also wenn es da eine kleine Adaption grafischer Natur gibt, kann ich mir vorstellen, dass es wieder sehr gut ausschauen wird. Also wenn ich geglaubt habe, 30 Jahre Miniliga und vor allem einen tollen Finaltag in 13 Minuten kleiner Stadtstreicher zu verpacken, habe ich mich geirrt, das gebe ich zu. Deswegen gibt es auch einen zweiten Teil.